Ja, Wissen ist Macht. Diesen Spruch hört man in letzter Zeit gar nicht mehr. Liegt vielleicht daran, dass Macht so ein bisschen mit ein paar Personen weltweit in verschiedenen Ländern eher negativ behaftet ist. Aber das Wissen ist die Basis unserer täglichen Arbeit, egal in welchem Bereich, in der Konstruktion, in der Fertigung, im Vertrieb, im Service sowieso. Da ist das Wissen gefordert und das ist die wichtigste Grundlage, die wir haben, das Wissen. Wir bewegen uns ja in einer Wissensgesellschaft und sind alle Wissensarbeiter, von denen wir ausgehen. Und wir beschäftigen uns jetzt mal damit. Maschinenanlagenbau ist ja denn anders als die Industrie. Es ist die deutsche, in Deutschland die größte Industriebranche mit über 1 Million Mitarbeitern und sehr viele kleine inhabergeführte Betriebe, die Weltmarktführer sind, die sind überall vertreten. Das Problem ist, man sieht den Maschinenbau halt nirgends. Man nimmt ihn eigentlich erst wahr, wenn er nicht da ist, wenn man keine Produkte mehr hat, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil der Maschinenbau unser ganzes Leben bestimmt. Aber was ist im Maschinenbau ein bisschen anders als vielleicht im Rest der Industrie? Da kommt hinzu, dass früher waren es kleine Maschinen, die gebaut wurden. Die Anlagen waren immer größer, immer komplexer, immer aufwendiger. Die können immer mehr. Und das fordert natürlich das Wissen heraus. Dann gibt es keine Serienprodukte mehr, ganz wenige Ausnahmen. Wir haben immer mehr Produktvariantenlos. Größe 1 ist ja das Zauberwort. Der Kunde sagt, die Maschine muss das noch können und das soll sie können. Hier muss sie reinpassen. Und somit haben wir unterschiedliche Varianten draußen. Und der Servicetechniker, der weiß noch gar nicht, wie die Maschine aussieht, wenn er hinkommt häufig. Das ist das Problem bei der Sache. Dann haben wir ein Problem mit der Qualität im Maschinenbau. Die Maschinen halten viel zu lange. Wir haben Maschinen draußen, die sind 30, 40 Jahre, die produzieren immer noch höchste Qualität, zuverlässig, die laufen. Und wenn die mal kaputt gehen, die Jungen können die gar nicht mehr reparieren. Das sind nur noch die Alten, die jetzt bald in Rente gehen, die diese Kisten kennen und die sich damit auch auskennen und die jederzeit wieder sofort zum Laufen bringen. Die Märkte werden immer größer und die Kundenanforderungen immer höher. Wir haben China erobert, wir sind in Brasilien tätig, in Südamerika, langsam kommt Afrika. Also der Maschinenbau ist weltweit unterwegs mit einem Exportanteil von über 70%, manche Branchen über 90%. Da müssen wir natürlich darauf eingehen, auf die Kulturen und so weiter. Das führt natürlich auch zum verstärkten Wettbewerb. Servicepiraten tun sich überall auf, die auch den Kundendienst, den Service anbieten, teilweise mit billigen Ersatzteilen, die nicht die Qualität liefern. Und das fällt dann häufig auf den Hersteller zurück. Deswegen müssen wir den Kunden an unseren Service binden. Da müssen wir einiges tun dafür. Es ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil, wenn wir schnell reagieren können, wenn wir genau wissen, die Maschine, die sieht so und so aus, die hat das und das. In der Vergangenheit wurde das schon mal gemacht oder die Wartung, die steht an. Es gibt mittlerweile sogar Firmen, die sind online mit ihrer Maschine verknüpft. Die Maschine ist vollgepackt mit Sensorik, die weiß, da fährt was aus dem Ruder, bei dem einen Antrieb steigt der Energieverbrauch, hier geht bald was kaputt. Und dann ruft der Hersteller den Kunden an und sagt, pass auf, deine Maschine geht bald kaputt. Ja, aber wir können gerne jetzt einen Termin vereinbaren, wann wir die Sache wieder in Ordnung bringen, damit du weiterhin in höchster Präzision und höchster Leistung produzieren kannst. Und natürlich, Made in Germany, wir bauen die besten Maschinen der Welt. Ja, warum gehen die kaputt? Ja, die Bereitschaft weltweit für Dienstleistungen bezahlen, die ist in einigen Ländern sehr gering. Und da müssen wir halt auch dafür erstmal den Kunden missionieren, dass das auch Geld kostet. Schließlich ist es hochwertiges, wertvolles Personal, die hier eingesetzt wird. Und das wird leider nicht mehr. Ist immer schwieriger, die Mitarbeiter im Service zu bekommen. Die Ressource Mitarbeiter wird immer knapper, wie Steffi auch schon vorhin ausgeführt hat. Die Jungen, die dann daran geführt werden. Vor 30, 40 Jahren war das super, wenn ich mal nach Indonesien oder sonst wohin fliegen darf und eine Maschine reparieren darf. Heutzutage mit der Billigfliegerei war schon jeder überall. Das ist nicht mehr attraktiv. Ja, und wenn ich Service-Mitarbeiter bin, weltweit unterwegs, Familie, Freunde, das ist alles schwierig zu handeln, weil ich ständig unterwegs bin. Ich kriege vielleicht, wenn ich in den Flieger steigen will Richtung Heimat, kriege ich einen Anruf, jetzt musst du weiter in den nächsten Erdteil und dort eine Maschine reparieren. Also das ist schon nicht jedermanns Sache.
Ich sage immer gerne, der ideale Kandidat für einen Servicetechniker hat eine technische Ausbildung, ist über 40, ist geschieden, hat einen Buckel voller Schulden und will nur noch raus. Die Kombination gibt es halt leider sehr selten. So, wie sieht denn die Wissensbasis aus? Wo ist das Wissen denn versteckt? Und Sie sehen jetzt hier dann einen Blumenstrauß an IT-Systemen, wo überall irgendwelches Teilwissen vorhanden ist. Jeder nutzt sein System. Häufig gibt es auch noch Systeme, die wurden schnell mal in Eigenregie gebastelt, weil das vorhandene System nicht alle Informationen beinhalten kann. Und natürlich weiter unten Papier, persönliche Notizen. Der Servicetechniker schreibt ja nicht gerne. Um dieses zu entziffern, muss man schon hieroglyphische Fähigkeiten haben. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Jeder sucht da, wo er Wissen vermutet. Ob es komplett ist, weiß man nicht. Und da liegt die Herausforderung, das zu zentralisieren. Deswegen haben wir auch den Begriff Wissensmanagement. Das Wissen muss gemanagt, das in diesen vielen unterschiedlichen IT-Systemen, Papierlösungen versteckt ist. Und ganz gewaltig, das Wissen in den Köpfen von den Mitarbeitern. Das ist natürlich die größte Herausforderung, das Wissen aus den Köpfen herauszubringen. Sage ich aber später noch was dazu. Wie sieht es denn im Service aus? Die Service-Dokumentation, da gibt es die Maschinenrichtlinie. Darf aber nur drin stehen, Dinge, die der Kunde nicht selber machen darf. Also für den Service nicht zu gebrauchen. Handschriftliche Aufzeichnung, habe ich vorhin schon gesagt, die graphologischen Fähigkeiten, die man haben muss, um das zu entziffern und es überhaupt aufzufinden, wo sind die vergraben, in irgendwelchen Aktenschränken, im Keller oder sonst wo, macht die Sache nicht einfacher. Betriebsanleitungen gibt es zu jeder Maschine. Haben Sie schon mal versucht, mit der Betriebsanleitung der Waschmaschine die zu reparieren? Funktioniert auch nicht. Schulungsunterlagen, das ist schon eine wichtige Sache. Moderne Firmen, innovative Firmen schulen ihre Mitarbeiter regelmäßig, erstellen da aufwendige Unterlagen. Ist natürlich ein großer Aufwand, zeitlich wie Kosten. Aber das kann dann sehr nützlich sein, wenn der Techniker draußen vor Ort ist und die Maschine reparieren muss, dass er darauf zugreifen kann. Ganz innovative Firmen haben eben schon Wissensmanagementsysteme. Wir haben vorhin gehört, Impolis hat im letzten Jahr 50 neue Kunden gewonnen. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Da kommen immer mehr Firmen dazu, die das Wissen zentralisieren, dass es auch schnell auffindbar ist und vor allem, dass es von überall her auffindbar ist. Der Techniker, der draußen vor Ort ist, der an eine Maschine kommt, war vielleicht ganz anders geplant, die sah ganz anders aus, als er losgeschickt wurde, dass er jetzt darauf zugreifen kann, auf die Information, wie kriege ich das Lager raus oder wie kann ich überhaupt mal die Störung diagnostizieren. Immer mehr Videos werden eingesetzt. Das macht auch Sinn. Jeder Techniker, der hat ein Smartphone, der hat ein Tablet, dort Störungsbilder aufzunehmen, die auch wirklich abzuspeichern im Unternehmen, die aber auch richtig zu strukturieren und mit Text zu versehen, damit man die auch immer im entscheidenden Fall schnell auffindet. Und natürlich ganz, ganz wichtig, das Wissen der Kollegen. Ich nannte es vorhin schon, das Wissen ist in den Köpfen, das Wissen der Kollegen. Dazu gibt es eine sehr schöne Masterthesis, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich denke, da hat sich gar nichts geändert. Sie haben hier drei verschiedene Tätigkeiten und oben die Zusammenfassung, der Durchschnitt und hier die unterschiedlichen Wissenstöpfe, sage ich jetzt einfach mal so. Das sind sonstige, das ist irgendwas, wo kriege ich das Wissen her? Ja, das sind relativ gering. Wissensdatenbanken sind noch auf einem sehr kleinen, im Durchschnitt 11% kleine Verbreitung. Dann eben, ich fange mal oben an, technischen Dokumentationen, die da vorhanden sind. Da kann man vielleicht darauf zugreifen. Das macht schon knapp die Hälfte. Schulungsinformationen, also 50% der Servicetechniker greifen auf Schulungsinformationen zu. Aber über 50% greifen auf den Kollegen zu, im Extremfall, wenn es um Störungsmuster, Maßnahmen zur Fehlerbehebung, wie kann ich die Kiste wieder zum Laufen bringen, 73% greifen auf den Kollegen zu. Der Kollege, ich nenne ihn jetzt einfach mal Karl, der ist seit über 30 Jahren im Unternehmen, der kennt jede Maschine, der kennt die alten Maschinen, der legt mal seine Hand auf, fühlt die Vibration, der hört mal hin, der hat Schatzsam im Hirn implementiert, ja, der weiß genau, aha, das ist der Antrieb da hinten, da geht das Lager bald kaputt. Und schon ist ruckzuck die Störung behoben. Ja. Aber Karl, den kann man bald nicht mehr rausschicken, der kommt kaum zum Arbeiten, weil
wenn der irgendwo draußen ist, ständig klingelt es an Telefon, weil die jungen Kollegen ihn anrufen, ihn zapfen an, sein Wissen. Und Karl geht bald in Rente. Der nimmt sein Wissen mit. Und wenn Sie heute den Karl in ein kleines Büro einschließen, stellen ihm Kaltgetränke, Gepäck, Kaffee, alles hin, Telefon, pass auf, hier hast du ein Telefon, ruf an, wenn du was brauchst, dich wird keiner stören. Ja, hier hast du einen Block mit weißem Papier, schreib mal auf, was du weißt. Nach 2 Tagen ist der Block leer. Ja, Karl, warum hast du nichts aufgeschrieben? Was soll ich denn aufschreiben? Ja, das ist, und da, das ist die große Herausforderung momentan, das Wissen der alten Kollegen aus den Köpfen herauszubekommen, zu extrahieren und zu dokumentieren und wirklich sauber strukturiert abzulegen. Denn ich sage es ganz, ganz, ganz deutlich, der demografische Wandel haut uns bald mit einem nassen Handtuch ins Gesicht. Wir haben die Zahlen vorhin von der Steffi Burkhardt gehört, wie viele jetzt in bald weggehen, ja, und ihr Wissen in der Regel mitnehmen. Ja, wie kommt man dazu? Wie funktioniert das? Wie kriege ich das Wissen aus den alten Köpfen raus? Man kann Wissenslandkarten aufbauen, ja, wo die verschiedenen Maschinentypen, die verschiedenen Baugruppen und so weiter, die verschiedenen Skills, die dafür erforderlich sind, einfach mal auf eine Landkarte aufträgt. Expertengespräche. Kostet aber Zeit, die haben wir häufig nicht. Die Techniker, die sind ja meistens zu über 100% schon eingespannt. Wie kann ich die jetzt da zu Gesprächsrunden zusammenbringen? Da können Interviews führen. Die Leute interviewen, Mensch, wie hast du es gemacht und so weiter. Auch im Vorfeld, wenn der junge Techniker rausfährt, einfach mal vorher einen Workshop machen, was kann passieren? Brauchst du vielleicht irgendwelche Sonderwerkzeuge? Welche Ersatzteile können es sein? Ja. Das kann viel Zeit ersparen und den Kunden schneller zufriedenstellen. Den wollen wir ständig bei uns haben, permanent an uns binden. Storytelling ist ein Riesenthema, weil Karl weiß nicht, wie er sein Wissen aufschreiben soll, aber er kann erzählen, er kann Geschichten erzählen. Ich kann sagen, Mensch, Karl, erzähl mal, wo ist denn was ganz schlecht gelaufen? Wie habt ihr da die Sache gerettet? Wie habt ihr die Kuh vom Eis gebracht? Und dann fängt er erzählen, man muss ihm Wertschätzung entgegenbringen, seine Geschichten, man muss das dokumentieren und dann kann man dieses Wissen extrahieren in großen Teilen. Wie das funktioniert, kommt jetzt ein kleiner Buchtipp vom Hansa Verlag. Dort in diesem Buch ist sehr schön beschrieben, die verschiedenen Methoden, wie ich das Wissen aus den alten Köpfen rausbringe und erfassen kann. Es gibt auch Dienstleister, die sowas übernehmen, nur gehen sie es rechtzeitig an. Also der Dienstleister hat, so ein Dienstleister hat mir mal erzählt, da kam eine Firma, ja, da geht in 4 Wochen, geht der Karl in Rente, hol mal sein Wissen aus dem Kopf. Geht nicht, das funktioniert nicht. Da muss man schon rechtzeitig ansetzen, muss vielleicht dem Karl einen jungen Mitarbeiter mitgeben, dass er von ihm lernt, dass er ihm die Tricks und Kniffs abguckt, ja. Aber die Leute muss man haben und die Zeit, das kostet halt auch Geld, ne? Das ist ganz klar. So, jetzt komme ich auf ein Thema, das möchte ich nochmal beleuchten, die digitale Transformation, das wurde ja auch von der Steffi schon angesprochen. Da gibt es ja mehrere Definitionen. Diese Definition gefällt mir sehr gut, weil die sagt, dass durch diese Möglichkeiten des Internets und so weiter, bitte nochmal klicken, jedes Unternehmen in seinen Grundelementen in der Strategie, also wie wir was tun, in der Struktur, wie wir aufgestellt sind, in der Kultur, wie wir miteinander umgehen, die Handläufe sind gefragt, ja, und in seinen Prozessen, was wir tun, komplett neu aufgesetzt wird. Das heißt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Also hier gibt es dann völlig, völlig neue Ansätze und damit muss natürlich der Maschinenbau auch umgehen. Ich habe es vorhin genannt, das sind der Maschinenbau, der ist konservativ, da sind häufig kleinere Firmen, Inhaber geführt, die tun sich mit solchen Sachen natürlich relativ schwer. So, jetzt sind wir kann ich mal wieder eine zurückhaben? Danke. Ja, es gibt eine schöne Untersuchung, was hindert denn uns auf dem Weg zur Digitalisierung? Und da kommt 1/3 der Unternehmen von den über 2000, die McKinsey befragt hat, die sagen, das ist unsere Kultur. Das haben wir noch nie so gemacht. Wir arbeiten schon seit 100 Jahren erfolgreich anders. Ja, warum sollen wir plötzlich alles umstürzen? Ja.
dann ist für diese digitalen Trends fehlendes Verständnis, wie viel von meinen Kollegen auch, ich gebe es nicht gerne zu, ja, ich bin es gewöhnt mit Papier, ich muss jetzt aber Papier haben. Und plötzlich soll man alles über irgendwelche Terminals machen. Das ist natürlich schwierig. Wer kann das tun? Das Personal, da hofft man natürlich auf die jungen Wilden, die dann das vorleben, wie man das alles macht. Funktioniert auch im VDMA prima, haben wir auch. Natürlich, wenn wir alles papierlos und alles digitalisieren, die Maschinen anschließen an Systeme, brauchen wir auch die entsprechende IT-Infrastruktur. Die muss häufig erst noch aufgebaut werden und das kostet Geld. Das kostet teilweise richtig Geld, weil wir müssen das ja auch sicher machen. Wir müssen das auch hoch verfügbar machen. Das sind natürlich die Budgetfragen und die Daten. Sie erinnern sich vorhin an diese Liste von vielen IT-Systemen, wo das ganze Wissen drin ist, wo das Know-how versteckt ist, Papieraufzeichnungen, das haben wir nicht strukturiert. Dafür brauchen wir Firmen wie so eine Empolis, die eben die Daten aus den verschiedenen Systemen rauszieht, in ein zentrales System reinpackt und dann uns dann vernünftiges System zur Verfügung stellt, wo alle Mitarbeiter schnell darauf zugreifen können und ihre Informationen, ihr Wissen auch dementsprechend finden. So, was ist denn zu tun? So, wir müssen Mitarbeiter qualifizieren, auch gerade Führungskräfte. Wir haben es vorhin von der Steffi gehört, das hat sie prima ausgeführt, dass halt der beste Vertriebsleiter, beste Vertriebler wird Vertriebsleiter. Mag er Menschen? Ja. Welche Führungskräfte sind denn auf Social Skills geschult? Wer macht das? Ich habe mal in einer Veranstaltung einen HR-Leiter eines Unternehmens gehabt, der hat gesagt, wenn ich meinen Führungskräften eine Schulung empfehle, das ist für die eine Beleidigung. Die können doch alles. Ja, die Welt dreht sich aber weiter. Wir haben die Digitalisierung. Wir müssen einfach neu umgehen. Es geht nicht mehr, dass wir Informationen von oben nach unten gestückelt weitergeben, kontrollieren, dass alles gemacht wird. Wir haben Teams. Es wird anders gearbeitet. Wir haben flache Hierarchien, brauchen wir diese Teamarbeit, wo wir die Jungen zusammenstellen, um ein Projekt zu erledigen. Das kommen verschiedene Disziplinen zusammen. Die müssen sich unterhalten, die müssen sich austauschen. Die sind vielleicht gar nicht regional am gleichen Ort, die sind zeitlich auseinander. Da funktionieren auch die klassischen Systeme wie E-Mail nicht mehr. Gerade bei der jungen Generation, die wollen anders kommunizieren, die wollen vielleicht eine WhatsApp-ähnliche Geschichte haben und eine E-Mail, was ist denn das, braucht man das noch? Da müssen neue Kommunikationsformen eingeführt werden. Zumal, wenn Sie ein Team haben aus 5 Leuten, einer schickt eine E-Mail an die ganze Gruppe, 2 Antworten, Sie haben unterschiedliche Stände, es wird wieder beantwortet, bei der nächsten E-Mail blättern Sie 10 Seiten nach unten, um zu mal sehen, worum geht's da überhaupt. Also es funktioniert nicht mehr, wir müssen neue Tools einführen. Auch wir im VDMA haben jetzt Yammer eingeführt, wo wir uns intern unterhalten können, auch über die Abteilungsgrenzen hinweg, wo dann viel Informationen fließt und die Jungen, die Generation Y die unterhalten sich natürlich da anders, sie nutzen es anders und das kommt, ich denke, das tut uns gut. Dann, ich habe es vorhin genannt, Wissenssysteme, Wissensdatenbanken müssen unbedingt eingerichtet werden. Wir müssen schnell reagieren, wir haben hohe Verfügbarkeiten verkauft, wir müssen das Wissen schnell anzapfen können, von überall in der Welt her müssen wir darauf zugreifen können. Und wir müssen das Wissen aus den Köpfen herausziehen, wir müssen es konservieren und allen Jungen zur Verfügung stellen. Denn der demografische Wandel, wie gesagt, der kommt und er erwischt uns eiskalt. So, hinzu kommt, wir brauchen auch intelligente Werkzeuge. Was ist das? Natürlich das Smartphone, das Tablet, das vollgepackt ist mit Sensorik, das alle möglich kann. Vielleicht macht es Sinn, hier die ein oder andere App noch zu installieren, um vielleicht Fehler zu diagnostizieren, um Fehler herauszubringen, zu kommunizieren, Filme zu machen und so weiter. Das ist natürlich schon eine Grundlage. In letzter Zeit kommt sehr stark diese Brillen auf. Augmented Reality, Virtual Reality kommt ganz groß auf. Dort kann der Techniker, der die Brille aufhat, Kamera, Mikrofon, Kopfhörer, Bildschirm, der hat die Hände frei zum Arbeiten. Der Techniker zu Hause kann durch die Kamera zuschauen, der kann ihm vielleicht einen Screenshot machen von der Maschine, kringelt ihm ein Teil ein, schickt ihn zurück auf die Brille und sagt, pass auf, das Teil baust du mal aus, schaut ihm zu, dass er es auch richtig macht. Und das kann eine Kraft, die vielleicht nicht ganz so tieftechnisch ausgebildet ist, auch qualitative Arbeit leisten. Und das kann schnell gehen. Ich weiß von einem Maschinenbauer, der liefert seit diesem Jahr jede Anlage mit einer Brille aus.
und ganz pfiffig, damit die nachts um 12 nicht in irgendeinem Meisterbüro eingeschlossen ist, baut er ein Kästchen an die Anlage ran, wo die drin ist, damit der Bediener auch zu jeder Zeit, zu jeder Tageszeit die Brille nutzen kann und sich helfen lassen kann, um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Innovative Firmen nutzen solche Brillen auch zur Schulung. Man kann dort virtuelle Sachen einbinden, man kann virtuell schulen. Das funktioniert sehr gut, machen mittlerweile schon einige Firmen, die kommen voran dadurch. Und natürlich auch intelligente Werkzeuge. Es gibt schon Akkuschrauber mit WLAN. Wozu ein WLAN? Der gibt mit jeder Schraube, die er angebracht hat, gibt er weiter, mit welchem Drehmoment er es angezogen hat. Und erst dann, wenn alle Schrauben im richtigen Drehmoment angezogen sind, wird der nächste Arbeitsschritt freigegeben und sie sind nachweisungspflichtig oder sie können nachweisen, dass sie auch die Arbeit richtig ausgeführt haben. Also hier denke ich, da kommt noch viel auf uns zu. Ich denke da auch an Bots, mit denen wir uns unterhalten, dass wir sprachgestützt uns mit der Wissensdatenbank unterhalten, so wie wir es heute mit Alexa und mit Siri und wie sie alle heißen tun. Also ich denke, da haben wir noch viel vor uns, da gibt es noch viel zu tun in der Sache. Was müssen wir im Service tun? Natürlich die Abläufe müssen wir straffen, weg vom Papier. Wir müssen das intern die komplett durchziehen, dass wir durchgängige Abläufe haben, wo der Kunde vielleicht drauf gucken kann, wo jeder schnell Zugriff hat, damit es auch viel flotter geht. Mobile Geräte müssen alle haben mit den entsprechenden Tools da drauf. Die Wissensplattformen. Ich kann es nur immer wieder betonen. Wir müssen das Wissen zentralisieren. Dann müssen wir die Maschinen ans Netz bringen. Wir müssen Intelligenz an die Maschinen ranbauen, wo es noch nicht vorhanden ist. Natürlich bleibt abzuwägen, macht es Sinn, eine Maschine, die ich einmal die Woche für 3 Stunden laufen habe, die 40 Jahre alt ist, die mit Sensorik auszustatten, muss man überlegen. Neue Maschinen, die sind natürlich vollgepackt mit Sensoren, die Steuerungen liefern die Daten dafür. Und diese Maschinen müssen an die IT angebunden werden. Ist natürlich noch schwierig. Viele Firmen sagen noch, ich lasse da niemand drauf von außen. Ja, gerade die Automobilindustrie ist da sehr vorsichtig. Der Produktionsleiter, der möchte es vielleicht haben, weil der muss dafür sorgen, dass sein Auto alle 5 Minuten hinten eins runterplumpst. Ja, wenn eine Maschine steht, muss möglichst schnell gehandelt werden. Da ist er froh, wenn der Hersteller direkt drauf gucken kann und das muss gemacht werden. Die eigene Instandhandlung. Wenn das der Hersteller macht, dann haben wir ja nichts mehr zu tun. Also die sind auch nicht dafür. Und die interne IT sagt, no way, du kommst hier mit rein. Ja, ihr könnt Schadsoftware einschleppen, ihr könnt den ganzen Betrieb stilllegen, ihr könnt Produktionsdaten abziehen, ja, unser Know-how, unser Wissen, hier kommt keiner drauf. Und hier ist es natürlich an den Herstellern, dort mit Systemen zu arbeiten, zu kommunizieren, wie gewährleisten wir die Sicherheit, wir gewährleisten wir nur den Zugriff auf die Maschine, sonst nirgends anders hin. Da muss auch viel Kommunikation laufen, damit der Kunde das zulässt. Es wird langsam besser, aber es ist immer noch schwierig. Wir verfolgen das Thema schon seit über 20 Jahren. Und dann können wir auch Remote Service anbieten, dass wir eben von außen die Maschine diagnostizieren, dass wir feststellen, hoppla, da ist vielleicht ein altes Softwarepaket drauf, da können wir was Neues einspielen. Oder wir stellen fest, hoppla, ein Sensor, der liefert keinen Wert mehr. Wahrscheinlich ist da ein Gabelstapler gegengefahren oder was. Ja, dass wir schnell reagieren können. Da können wir Kunden sagen, pass auf, wir schicken den zu. Wir bauen den zusammen mit einer Brille vielleicht ein. Ja, dann ist dem Anwender sehr, sehr schnell geholfen. Die neuen Technologien fordern natürlich auch jede Menge neue Anforderungen, neue Skills an die Techniker. Die brauchen Softwarekenntnisse. Die Maschinen sind ja natürlich so mit Software vollgepackt. Ich vom Fachverband Software und Digitalisierung behaupte manchmal ganz, ganz böszüngig, ihr Maschinenbauer, ihr baut keine Maschinen mehr, ihr baut IT mit Fertigungseigenschaften. Ernte ich natürlich erstmal böse Blicke. Dann guckst du nach unten, man sagt, naja, eigentlich hast du ja recht. Ja. Es ist so, dass wir, so wie unser Auto IT auf Rädern ist, ja, mittlerweile, ja, ist so viel IT drin und das müssen die Techniker auch beherrschen. Die müssen zwar keine große Programmierleistung kennen, aber die müssen Software-Systeme kennen.
Die Maschinen liefern Daten ohne Ende. Big Data, Smart Data ist ein Riesenthema. Die liefern Fehlerbilder, die liefern sonstige Dinge. Da muss der Techniker auch drin geschult werden. Datenanalyse, dass er die einsetzt. Und natürlich intelligente Werkzeuge müssen eingesetzt werden. Und wie gesagt, da kommt in Zukunft noch sehr, sehr viel auf uns zu. Und das war's schon von mir. Das bin ich. Und vielen Dank, dass Sie mir jetzt zugehört haben.